Musical. Und das ist ein Musical. Ein Musical ist ein Theaterstück. Da wird nicht nur geschauspielert, sondern wird auch getanzt und gesungen. Das ist ganz schön anstrengend. Also da ist das, was ich eben gemacht habe, ein Kinderspiel dagegen. So, warum bin ich denn so hoch geklettert? Was passiert hier oben, 10,50 Meter über dem Erdboden? Hier ist die Technik, die dafür sorgt, dass unten auf der Bühne nachher alles reibungslos läuft. Zum Beispiel, hier oben hängen in luftiger Höhe Kulissen und Kulissenteile. Das sind zum Beispiel Wände, das sind zum Beispiel bemalte Leinwände. Und die werden zum richtigen Zeitpunkt dann von hier oben runtergelassen. Da braucht man starke Männer, die das an Seilen runterlassen und nachher auch wieder nach oben ziehen. Es gibt außerdem die Scheinwerfer, damit unten ein tolles Licht ist. Die müssen hier oben eingestellt und eingerichtet werden. Und es gibt besondere Effekte. Effekte sind so Überraschungsdinge, die man nicht erwartet, wenn man im Theater ist und in einem Musical. Zum Beispiel gibt es eine ganz tolle Geschichte. Da wird eine der Katzen eine Himmelfahrt machen in einer Gondel. Und diese Gondel möchte ich euch erstens zeigen und zweitens selber mal reinsteigen. Ja? Hallo Matti. Nett, dass du uns zu Hause besuchst. Das Zuhause von uns Katzen aus Ketz ist nämlich die Bühne. Extra für Katzen gebaut. Da wunderst du dich sicher, dass ein Tennisschläger hier so groß ist. Aber wir Katzen sind ja viel kleiner als ihr Menschen. Und deshalb sind alle Dinge auf der Bühne, die ihr benutzt, durch unsere Katzenaugen gesehen, viel größer. Klar, dass wir hier gern schleichen und klettern. Als Matti-Mensch hat man's da schon schwerer. Aber in den Mond schauen magst du genauso gern wie wir, oder? Vielleicht habt ihr ja selber schon mal im Kindergarten oder in der Schule Theater gespielt und dann wisst ihr, was ganz wichtig auf der Bühne ist, das Kostüm. Heike, du bist hier die Bühnenmalerin, habe ich richtig gesagt? Kostümmalerin. Kostümmalerin, also ich habe gewusst, dass ich einen Fehler mache, das ist aber nicht so schlimm, Heike. Heike, was macht denn eine Kostümmalerin? Ja, ich bemale den Stoff. Ja. Wie ich schon gesagt, also das Kostüm in diesem Fall. Musst du erstmal den Stoff kriegen? Ja, den Stoff bekomme ich von der Schneiderei. Mhm. Das ist halt hier, ich habe das hier schon mal festgespannt. Ja. Und der ist sehr dehnbar. Ja. Weil es sitzt ja, die Trikots, die Kostüme sitzen ja wie eine zweite Haut bei den Tänzern. Kennen die Kinder vielleicht von Tontrikots zum Beispiel? Ja, so was, ne? Ja. Das ist sehr dehnbar. Ja. Den spanne ich mir wieder weg. So. Ja. Und dann siehst du ja, hier sind so Linien drauf gezeichnet. Ja. Das ist der Schnitt. Das macht auch die Schneiderei, eben von wegen Größe und so ist das ja immer ein bisschen unterschiedlich von den Tänzern. So wie wenn eure Mama zu Hause selber näht, das Schnittmuster, das wird auf den Stoff übertragen. Genau. Und dann gibt es noch so Orientierungslinien, die gehen dann hier lang oder hier. Die sind ganz wichtig, weil ich muss mich mit der Farbe oder mit den Zeichnungen genau danach halten. Heike, die Kinder fragen sich jetzt vielleicht, warum muss denn ein Kostüm genau so neu gemacht werden? Wieder neu? Ja, weil erstmal kommen ja ab und dann auch neue Tänzer. Ach so, das wechselt. Ja, das wechselt, also ist unterschiedlich. Und halt die Kostüme, die verschleißen natürlich auch ein bisschen, ne? Dann scheuert sich mal was durch und deswegen kommt halt so nach und nach, müssen die halt immer wieder erneuert werden. Aber immer wieder genau so, genau wie es war. Genau so, wie es war. Dankeschön, Heike. Bitte. So, und dann sieht es zum Schluss so aus, wenn Heike daran gearbeitet hat und wenn es in der Schneiderei wieder war zum Zusammennähen. Da kommen nämlich dann noch so kleine Fellstückchen drauf oder so kleine Stofffetzen, damit das möglichst katzig aussieht. Aber es fehlt was. Wenn ihr da oben jetzt mal guckt, da fehlt noch der Kopf. Das Wichtigste bei dem Ganzen. Und das wird natürlich nicht mit Stoff überzogen, sondern das wird,
Wer zieht das Gesicht an? Schaut mal selber. Hier bin ich im wichtigsten Raum im Operettenhaus in Hamburg, denn hier wird geschminkt. Hier werden nämlich aus Mädchen Katzen. Und eine der Katzen, das ist Victoria Maxwell, sie ist 19 Jahre und, Moment, ich frage sie mal gerade, Victoria, was wirst du heute Abend für eine Katze auf der Bühne spielen? Sorry, I don't speak German, I'm English. Oh, das hätte ich wissen müssen, danke, danke. Das hätte ich wissen müssen. Die Darsteller, die Katzen und auch die Kater, die kommen aus aller Herren Länder, denn man hat aus der ganzen Welt die besten Tänzer und die besten Sänger zusammengesucht, damit das ein super Schauspiel wird. Sie ist also zum Beispiel aus England und dann gibt es Amerikaner, es gibt Asiaten, es gibt Afrikaner, es gibt aus aller Herren Länder wirklich junge Leute, die hier so ungefähr ein Jahr lang spielen und die sich auch selber schminken. Und das ist eine ganz aufregende Geschichte. Ich schaue noch ein bisschen zu, ja? Schnurrhaare, Nase und Mäulchen, ja, schon ganz katzig. Aber was ist eine Katze ohne ihr Fell? Wird Victoria hier über beide Ohren gezogen. Natürlich kein echtes Katzenfell, sondern eine Perücke, die aus Rosshaar geknüpft ist. So, festkleben, damit beim Tanzen nichts verrutscht. Fertig zum Auftritt. Miau.